Cherry X von Kai Porten. Ja, der neue Kai Porten Duft ist da und ich möchte jetzt auch mal meinen Senf dazugeben. Ich werde diesen Duft natürlich neutral für euch bewerten, auch wenn ich den Duft von Kai bekommen habe. Dabei gehen Grüße natürlich raus an Kai, besten Dank. Und ja, ich möchte ihn trotzdem natürlich, oder ich, wie ich das immer mache, neutral bewerten. So, es ist natürlich ein Kirschduft. Und da war ich natürlich gleich, ne, hellhörig, wo das erste Mal das gehört habe. Kirschdüfte sind bei mir aber immer, na, mal gut, mal nicht gut. Und deswegen war ich natürlich umso mehr gespannt. So, aber bevor ich euch diesen Duft vorstelle, mein Name ist Dennis aus Hamburg. Natürlich nicht zu vergessen, der AKA Fragrance Talk. So, also bleibt hier, wenn ihr das erste Mal hier seid, weil hier seid ihr auf dem richtigen Kanal. So. Wollen wir mal mit der OVP anfangen, die ist im Endeffekt auch ja gleich geblieben, nur in Rot, hinten stehen die Inhaltsstoffe drauf, jedenfalls die wichtigsten, da ist natürlich noch viel mehr drin und ja, der Duft ist oder kommt in 50 ml und dementsprechend ist auch die OVP klein gehalten. Man hätte die auch größer machen können, aber nein, sie ist klein und das finde ich persönlich gut, weil so nimmt es keinen Platz weg. So kann man dann auch mal eine OVP behalten. So, vor allen Dingen, wenn sie dann in Pappe kommt. So, und sonst alles gleich gehalten. Das andere war in Blau. Zum Flakon, da werde ich gleich den Vergleich ziehen zu UD 31. Da wurde auf jeden Fall, da muss man ein bisschen hier, ne, man sieht immer vorne auf den goldenen eben die Fingerabdrücke. Seht ihr da den Unterschied? Ja, die Ecken. Die Ecken wurden verfeinert, hier abgerundet. Da finde ich persönlich besser. So, besser. Und im Endeffekt ist sonst alles ähnlich geblieben. Es ist natürlich wieder meine Fingerabdrücke darauf. Das ist eben so. Und ja, der Sprüher wurde auch geändert. Meiner Meinung nach, optisch sieht man das auch. Und ich finde, dass er besser jedenfalls hier sprüht. So. Und wenn ich schon gesprüht habe, kommen wir jetzt natürlich zu dem Duft, zu den Kehrstift. Ich möchte ein bisschen ausholen. Kehrstifte sind immer grundsätzlich, ich kenne natürlich nicht alle, aber grundsätzlich sind Kehrstifte süß, also grundsätzlich unisex und eher denn doch schon ins Feminine rein. So, aber süß, manchmal noch Schokolade. Zum Beispiel Lost Cherry ist Lübecker Marzipan, sage ich immer. Es gibt schöne Kehrstifte, es gibt aber auch eben welche, die synthetisch riechen. Und das ist absoluter Plünn und Müll. Mache ich nicht. So, und hier, ich war gespannt, was kommt jetzt hier? So, und was ihr kriegt, ist natürlich die Schwarzkirsche, glaube ich, und Safran, Rose und Himbeere in the face. Himbeere allerdings, ich habe noch ein bisschen Panik gehabt, Himbeere aber wirklich minimal. Grundsätzlich Safran und die Schwarzkirsche. Und jetzt kommt für mich, ganz wichtig, maskulin. Welcher Kirschduft? Ich kann natürlich, wie gesagt, habe ich eingangs ja schon erwähnt, ich kann nicht jeden Kirschduft kennen. Warum auch? So. Aber ich kenne keinen maskulinen Kehrstoff und der ist maskulin. Ich habe diesen ausführlich getestet. So, und er bleibt auch maskulin. Natürlich wird er ein bisschen weicher zum Schluss, klar. Nach einigen Stunden, so der Halberkampf kommt dann später. Aber grundsätzlich schöne Schwarzkirsche mit Safran, alles, das, es ist nicht überladen, es ist schon da, richtig gut. Und ihr habt auch, das kann ich jetzt vorweg sagen, eine gute Ziage, die er produziert. Also der, ich rieche den die ganze Zeit, solange er, außer ganz zum Schluss natürlich, ich rieche die Ziage die ganze Zeit. Und das ist interessant. Natürlich nicht so wie beim UD 31. Ich glaube auch, das war nicht, ist oder ist nicht gewollt gewesen. UD 31 ist wirklich brachial. Und hier wirklich, ja, übern, sag ich mal, ich würde schon sagen 8. Also 8 von 10 würde ich in das Ziage geben. Ne, das muss ich nochmal, 8, 9, ich würde sagen 8, 9. So, das ist schon sehr gut und das reicht ja. Also ihr werdet wahrgenommen und der Duft ist grundsätzlich natürlich für den Herbst, Winter geeignet. Für die Leute, die meckern, warum kommt der jetzt raus? Ja, das ist auch alles immer wahrscheinlich nicht so einfach. Das verschiebt sich manchmal und so weiter und so fort. Und dann kann ein Duft nicht unbedingt dann rauskommen, wann er eigentlich rauskommen sollte. So, aber im Endeffekt, nochmal, ihr kennt mich, tragt egal was für ein Duft, wann ihr wollt. So, und jetzt kommt das Wichtigste. Ihr könnt den auch in Frühling und meinetwegen auch in Sommer tragen, weil er eben maskulin ist und nicht zu süß geraten ist. Ja, und das ist, was ich persönlich ja gut finde. Auch wenn ihr Bittermandel in Mittelteil habt, habt ihr Bittermandel und so weiter und Muskat. Der Muskat dämpft das aber wieder, da die Bittermandel ist nicht so überüppig süß. Nein, alles gut, perfekt gemacht. Und das finde ich wirklich
gelungen. Man muss auch kein Hater sein. Natürlich, ich sage mal so, auf einer bestimmten Seite, wer würde da, wie gesagt, nicht Kai Porten, ich habe das schon zur U31 gesagt, würde da jetzt nicht Kai Porten draufstehen, würde der Duft wahrscheinlich keine, was hat er da jetzt aktuell, 6,7 oder 6,6, dann würde er wahrscheinlich eine 8,5 haben. Es ist eben so, aber das ist Deutschland und es ist eben so. Das ist Neid und Missgunst und das kann mir jemand erzählen, was er will. Das ist, hat nichts mit anderen Sachen zu tun. Würde der Duft von einer anderen Brand sein, von einer großen Bekannten, würde er definitiv höher gerankt sein, so wie ich das immer so schön sage. Ist eben so. Aber was soll ich sagen? Ich lasse das immer so stehen auf dieser gewissen Seite und dann ist es auch in Ordnung. Und ja, aber ich glaube, er kommt trotzdem im Schnitt besser an als der U31. Aber U31 muss man ja auch mögen, wenn man so extrem starkes Ut und so weiter. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. So, auf jeden Fall, ich finde ihn gelungen. Alles kann ich da nur zu nicht sagen. Ich finde, wäre er jetzt zu süß geworden, hätte ich gesagt, okay, das ist wieder das Übliche und er geht vielleicht auch in die Loscheri-Richtung, whatever. Nein, das ist nicht so. Ich finde, was auch positiv ist, was ich positiv finde, ich finde, es riecht schon wieder irgendwas nach früher. Ich habe das ja auch bei Mazzocco zum Beispiel, da riecht irgendwas so wie früher. Inzwischen weiß ich, dass es wahrscheinlich das Solero-Eis ist, der riecht ja so ein bisschen wie die Süßspeise oder wie so ein Eis. Hier weiß ich das noch nicht, da ist auch irgendwas drin, was mich an früher erinnert. Und ich finde immer so eine Düfte, die an mich an irgendwas erinnern, interessant und cool. So. Und ja, was soll ich anderes zu den Duft sagen? Alles, das ganze Zusammenspiel passt. Ich habe natürlich noch Vanille und so weiter und Moschus, glaube ich, und Sandelholz. Ich werde jetzt mal hier einblenden, das sind die ganzen Inhaltsstoffe, wenn sie dann so, glaube ich, stimmen. Und das ist natürlich eine Menge und dafür ist das wirklich perfekt gemacht. So, zum Preis, das, da werde ich mich nicht zu äußern, das muss jeder selber wissen. Ich finde einfach, wenn du einen schönen maskulinen Duft haben willst, der nicht synthetisch ist, der einfach perfekt abgerundet ist, der einfach passt, dann ist auch der Preis gerechtfertigt und so weiter. Und nochmal, ein Parfüm-Creator, Influencer, ich mache das Wort ja nicht so gern, wir sind also Creator und so weiter, die können eben keine Düfte unbedingt für 30 Euro raushauen und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen will man das ja auch nicht, wenn die Frage ist, was für eine Qualität ihr haben wollt und so weiter und so fort. Aber da will ich nicht weiter drauf eingehen, das ist Ansichtssache. Und so weiter. Zur Haltbarkeit kommen wir jetzt. Ja, die Haltbarkeit liegt bei mir über 9 Stunden. Nach 9 Stunden habe ich den locker gerochen. Natürlich nicht mehr die Ciage, nicht mehr ganz so doll, aber bei ab und zu, es ist jetzt natürlich auch ein bisschen wärmer. Man darf nicht vergessen, hier in Hamburg haben wir 18 Grad und ich habe den jungen getestet. Dann kommt dieser Duft wahrscheinlich noch ein bisschen, ja, bisschen stärker raus. Im Winter müssen wir mal sehen, wie das ist. Ich muss aber dazu sagen, da kommen wir wieder dazu, dass er keine üppige Süße hat. Trotz 20 Grad oder 18, 20 Grad und in der Sonne haben wir ja noch, ist es ja noch viel wärmer. Da sind wir ja bei, keine Ahnung, 27 Grad schon, wenn du in der Sonne sitzt. Und das macht den Duft wirklich interessant. Es ist eine dunkle Kirsche, ein dunkler Kirschenduft, der wirklich nicht süß ist, aber trotzdem im Background, ja, da schwingt vielleicht eine ganz leichte Süße mit, die aber überhaupt nicht präsent ist. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber ich finde ihn gut und ich finde ihn gelungen. Ja, wie aber schon den Oud 31. So, ich mache diesen Duft. Das ist für mich einer der besten Oud-Düfte, ne? Neben Alexandria 2. Weil wenn man wirklich dieses Oud, wenn man das richtig sieht, nicht mit den Augen, wer den Duft rausgebracht hat, dann ist der Oud 31 nicht nur ein Hypergaziasche brachial, der ist wirklich gut. So, Rose, richtig schönes Oud, stark, präsent, passt einfach. Und hier einfach abgerundet. Hier ist die Kirsche ja auch nicht überladen. Das kommt ja auch dazu. Ne? Es gibt ja auch überladene Kirschstifte. Und wie gesagt, nicht synthetisch. Allerdings, das wäre ja auch schlimm genug, wenn der jetzt noch synthetisch wäre für den Preis. Das will man natürlich auch nicht. Also ich persönlich finde den Duft gut. Ich würde ihn jetzt, ich weiß das noch nicht, ich schwanke, ich würde ihn wahrscheinlich eine 9 von 10 geben. Und ja, ich denke mal, also ich war so 8,5, 9, aber ich glaube, es wird eine 9 werden. Vielleicht geht das auch höher. Ich muss den nochmal 1-2 tragen, das werde ich jetzt auch machen und nochmal ausführlich testen, wie ich das bei vielen Düften mache. Und ich bewerte auch nicht sofort Düfte da auf der bestimmten Seite. Es dauert immer eine Weile. Vielleicht geht er auch noch höher. Runter geht er auf jeden Fall nicht. Also eine 8,5 ist definitiv drin. Geht vielleicht zwischen 8,5 und 9,5 liegt er. Also es ist ein wirklich schöner, maskuliner Kirschduft. Meiner Meinung nach. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr den kennt, wie ihr den findet. Ich finde es einfach gut, weil er maskulin ist. So, weil noch ein süßen Sherry-Duft
Kirschduft hätte auch keinen Sinn gemacht. So, ihr merkt auch, die Qualität ist gut. Die ist gut. So, und wie gesagt, da ist im Background das Safran. Die Rose, übrigens für Leute, die vielleicht nicht so viel Rose mögen, ist ja auch in Ordnung. Ihr merkt nicht so doll die Rose. Also die ist da, aber das war's. Also ist alles, die ganzen Inhaltsstoffe sind gut ausbalanciert in meinen Augen. So, mehr kann ich da nicht sagen. So, vielleicht hätten oder würden andere Leute gern was anderes hören, wie schon bei U31. Kann ich aber nicht machen, weil es nicht so ist. Sie sind gut. Und das ist so wie mit Hana Parfum, da wollten auch einige, nachhinein habe ich ja nun auch gehört, auch einige was anderes hören, aber auch der, ne, Carbonell macht die Düfte, sind gut. So, es ist eben, also bei Hana die Düfte, ne? Und ich weiß gar nicht, das muss ich jetzt lügen, ich weiß gar nicht, wer den Cherry X bei Kai gemacht hat. Müsste ich mal nachgucken. Aber auf jeden Fall, ich finde ihn gut gelungen, es ist ein gutes Release. Und kann man meiner Meinung nach das ganze Jahr tragen. So Leute, das war's. Und dann haut rein, schreibt mal runter, wie gesagt, wenn ihr den Duft kennt, wie ihr ihn findet und so weiter und so fort. Und dann, ja, würde ich mal sagen, reinhauen und bis zum nächsten Mal.